Herzlich willkommen zu einer Stunde, wo wir eintauchen wollen in die Kraft einerseits des größten Lichts, dieses größten universellen Lichts, um es in uns zu bringen, um uns zu hüllen und einfach all das, was gerade vielleicht da ist, aufzulösen. Vor allem eben wollen wir uns halt konzentrieren auf unseren mentalen Körper, also auf unseren Körper, unsere Gedankenwelt, unsere Mentalkraft. Und wenn man so eben in die Lehren Buddhas eintaucht, in die Lehren von Konfuzius und Lao Tse, dann ist es so, dass wir merken, dass da immer wieder ein zentrales Thema vorkommt, nämlich unsere Gedanken. Und dass unsere Gedanken die Ursache sind für Freude im Leben, aber auch die Ursache sind für all den Schmerz im Leben. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann wissen wir, wo wir ansetzen können, um vielleicht mehr Kraft, mehr Schönes, mehr Gutes in unser Leben zu bringen. Und dazu wollen wir gleich mal die Augen schließen und gemeinsam das Feld aufbauen, was wir immer zu Beginn machen. Uns entspannen, ankommen, die Augen schließen, einfach so mal alles gehen lassen, was gehen darf, aber auch wahrnehmen, was gerade ist. Annehmen, was gerade ist, das ist, glaube ich, eh auch das Allerwichtigste. Und uns vollkommen entspannen. Gerade in der universellen Meditation, in der Tao-Meditation geht es darum, uns zu verbinden mit der Quelle, mit dem höchsten universellen Licht. Und über Mantren, über Kalligrafien, über spezielle Übungen, dann diese hohe Frequenz und Schwingung zu uns zu bringen, damit wieder mehr Balance entsteht, wieder mehr Gesundheit entsteht, mehr Freude entsteht. Und so atmen wir einfach ein aus unserer Verbindung hinaus zu allen Planeten, Sternen, Universen. Wir atmen das Sonnenlicht ein, aber auch das universelle Licht. Und damit gleich auch das größte uns zur Verfügung stehende Licht. Viele sprechen von einer zentralen Sonne in unserem Universum, mit der man sich verbinden kann. Andere sagen der Quelle dazu, andere sagen Tao dazu. Wie auch immer ihr es benennen wollt, wir verbinden uns mit diesen höchsten Schwingungsfeldern, die wir kennen und woher alles entstanden ist. Und aus diesem Lichtfeld, das jetzt entsteht, aus unserer Wertschätzung für Mutter Erde, für den Himmel, für die Sonne, für die Planeten, für die Sterne, aus unserer Liebe heraus, aus unserem Herzen heraus, entstehen jetzt die Lichtverbindungen. Wie aus unserem Herzen heraus jetzt auch unser Herz, wenn eine Sonne zu strahlen beginnt und all die Lichtstrahlen überall hingehen, zur Mutter Erde, in unsere Fußsohlen, zum Vater Himmel, in das Kronenchakra. Überall gehen die Lichtäste jetzt hinaus, die Lichtstrahlen hinaus aus unserem Herzen. Wir werden eine Sonne. Und das Herz, unser eigenes Herz, ist so der Kern. Und diese Sonnenstrahlen, die versuchen wir jetzt zu visualisieren. Wir atmen einerseits goldenes, universelles Licht ein und im Ausatmen sehen wir, wie wirklich aus unserem Herzen heraus wunderschöne Sonnenstrahlen überall hingehen. Atmen goldenes Licht ein, atmen Entspannung aus. Wir atmen goldenes Licht ein und wenn wir ausatmen, spüren wir, wie in jede Zelle ganz viel Licht strömt und jede Zelle ganz glücklich und gesund ist.
Und wenn wir Verunreinigungen im Körper haben, wenn wir Blockierendes im Körper hätten, dann beginnen wir zu visualisieren, wie aus unserem Herzen raus eben dieses Licht alles im Körper umhüllt und ganz sanft, aber sehr kraftvoll zu schmelzen beginnt. Und das können wir auch für unsere Liebsten machen. Wir können auch für unsere Liebsten diese Lichtkraft jetzt aufbauen. Dieses Lichtfeld aufbauen. Unsere Liebsten umhüllen mit ganz viel wunderschönem Licht. Aus unserem Herzen raus. Aus unserer Anbindung zu Himmel und Erde. Aus unserer Anbindung zur Quelle. Wir laden dazu auch alle ein, die uns unterstützen mögen. Und das hat natürlich jetzt auch was damit zu tun, an was und wen wollen wir, können wir glauben. Aber es soll einfach von Herzen kommen. Wenn wir von Herzen wunderschöne Verbindungen zu Naturwesen haben, dann laden wir die Naturwesen ein. Wenn wir wunderschöne Verbindungen zu Mutter Erde haben, dann Schamanen, wenn wir wunderschöne Verbindungen zu Hawaii haben, dann all die liebevollen, heilenden Kohunas. Oder nach Indien, nach Tibet. Oder in den himmlischen Raum, zu den Heiligen, zu den Buddhas. Wir laden sie alle ein. Wir lieben euch, ehren euch, wertschätzen euch. Bitte kommt und unterstützt uns heute, dass es uns gut geht. Dass wir gestärkt sind. Dass wir aufdanken können, dass unsere vor allem mentale Welt sich befreien kann wieder von all dem Schmerz, den wir aufgenommen haben oft. Viele schmerzhafte Erfahrungen, die so da sind. Und so wollen wir zu Beginn einerseits die Tau-Kalligraphie hinter mir, Da Guang Min, das größte Licht und die Transparenz bitten, dieses Feld mit zu eröffnen und andererseits stellvertretend für alle Heiligen auch ganz besonders Amitofu rufen. Es war der historische Buddha Shakyamuni, der die Beziehung, die Verbindung für uns Menschen zu Amitofu wiederhergestellt hat. Amitofu hat vor Millionen von Millionen von Jahren gelebt, auch als Regent, als Kaiser, der König, und war sehr auch sehr spirituell und hat in einem dieser Leben eben auch seine Erleuchtung erreicht, seinen Aufstieg als Buddha erreicht und war dann aber eben für viele, viele Menschen da, weil er eben auch über Shakyamuni Buddha, über den historischen Buddha, dann bekannt wurde, dass es Amitofu gibt, dass es diesen höchsten aller Buddhas gibt, der dieses reine Land im Himmel hat, wo alle, die dem Buddhismus folgen, sich wünschen, dass sie wieder reinkarnieren und wo alle, die dem Buddhismus folgen, auch deren Mantren chanten, um sich mit diesem wunderschönen, lichtvollen Feld zu verbinden im Himmel, diesem reinen Land. Und Da Guang Min ist Tau-Kalligraphie verbindet uns ebenfalls mit dem höchstmöglichen Licht. Liebe Tau-Kalligraphie, Da Guang Min, bitte schenk uns heute ganz viel Lichtkraft, ein heilsames Lichtfeld, damit sich all unser Schmerz in unserem mentalen Körper befreien kann. All die negativen Erinnerungen, all die negativen Gedanken, all die negativen Glaubenssätze, dass all das gehen kann. Er ist jetzt kurz für uns dreimal nach von die Kalligraphie. Und damit auch das Feld höchstmöglich für uns jetzt eröffnen. Da Guang Yin, Da Guang Yin, Da Guang Yin.
Und gleichzeitig wollen wir auch mit Tofu. Oder gerne auch jeder seinen persönlichen Lieblingsheiligen in unser Herzchakra einladen. Ich nehme jetzt einfach Amitofu stellvertretend für alle. Und bitte Amitofu zu uns zu kommen, in unserem Herzen Platz zu nehmen. Und einfach jetzt einmal zu entspannen und aufzutanken. Thank you.
uns jetzt wirklich so einzutauchen. In die Liebe auch, die Amitofo für uns alle hat. Einzutauchen, die besondere Kraft an. Vielleicht haben einige von uns auch jetzt zuschauen live oder auch dann später auf YouTube anschauen, mitgesungen. Das Mantra Namo Amitofo tut genau das, dass es eben uns hilft, im wertschätzenden Anrufen eines Heiligen uns eins werden zu lassen mit dem Heiligen. Das heißt, der Buddha hat uns schon immer gelehrt, das, was wir chanten, das werden wir. Und für unseren Alltagsgebrauch ist es, das, was wir denken, das werden wir, das, was wir sprechen, das werden wir. Das heißt, wenn wir uns immer wieder beklagen über etwas, dann ist es auch so, dass wir eben mitkreieren und all das mit erschaffen, was wir eigentlich gar nicht möchten. Und deswegen ist es so hilfreich, uns in die positive Ausrichtung unserer Gedanken zu bringen. Und Namo Amitofo ist dabei ein wunderschönes, kraftvolles Mantra. Das gibt bestimmt Gründe, warum Jesus damals, so um die 30, glaube ich, herum oder kurz davor, eben nach Indien gewandert ist und gelernt hat dort und wissen wollte, was an Weisheit bereits auf Mutter Erde ist. Und eben auch von ganz besonderen Lehrern dort unterrichtet wurde im Buddhismus. Beziehungsweise in dem, was Buddha in uns als Menschen hinterlassen hat. Und da liegt besonders viel Kraft drin, unsere Gedankenwelt zu stärken, mit Licht zu erfüllen. Und das wollen wir vertiefen. Wir wollen es vertiefen mit dem Mantra auch, Guanming. Und jetzt Guanming ganz tief auch in unser Herz bringen. Der Grund dafür ist, dass wir aus der TCM-Wissen, aus dem chinesischen Wissen, dass unser Herz Geist und Seele beherbergt. Und unsere Seele einerseits auch wieder ihren karmischen Rucksack trägt, unser Geist seine Erinnerungen trägt. Und so können wir, wenn wir in unser Herz ganz viel Licht bringen, ganz viel Leichtigkeit in unserem Leben erschaffen. Weil wir unserer Seele helfen, ihren karmischen Rucksack zu transformieren und unserem Geist helfen, sich neu auszurichten, lichtvoller auszurichten. Und für alle, die das Buch zu Hause haben, das Heilungsfeld der Tao-Kalligraphie, dort ist es beschrieben drin, ebenso ist man in diesem Buch oder über dieses Buch dann verbunden mit tollen Videos zum Üben und eines davon, eine Übungsreihe, die beschäftigt sich damit, wie wir unseren mentalen Körper stärken können. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen aus unserem lichtvollen Feld, das da ist, goldenes Licht einatmen in unser Herz und einfach uns öffnen für all das, was jetzt ist. All das annehmen, was jetzt ist, wie auch immer es ist. Und einen lichtvollen Weg finden, zu denken, zu sprechen und zu handeln. Und das gelingt uns dadurch, dass wir jetzt wirklich Guanming, größtes universelles Licht einatmen, goldenes Licht zuerst so tief als möglich in den Unterbauch und dann hinaufatmen und aus unserem Herzen raus strahlen lassen. Und das machen wir jetzt ein paar Mal. Guangming. 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 Guangming.
光明，光明，光明，光明。光明，光明，光明，光明。光明，Stille. Lasst uns wirklich uns voll ausrichten, dass einerseits unsere volle Vorstellungskraft, Visualisierungskraft nutzen, dass wir ganz viel goldenes Licht einatmen können und das hinaufschicken können, dann mit dem Ausatmen und aus unserem Herzen heraus dieses größte Licht, die größte Transparenz, Klarheit, Reinheit in jede Zelle unseres Körpers, in jeden Raum unseres Körpers, in jedes Organ, in jedes System unseres Körpers fließen kann. Und der nächste Teil der Übung ist jetzt, nicht nur Licht strahlen zu lassen, sondern auch Licht zu entwickeln, Licht zu formen. Licht in einer Form eines Lichtballs, einer Lichtkugel in unserem Herzen zu formen. Das heißt, dass unser Geist, unsere Seele, unser Herz jetzt umhüllt sind mit einer goldenen Lichtkugel, als ob wir eine kleine Sonne tragen würden. Das ist jetzt der nächste Schritt, das Formen einer goldenen Lichtkugel. So schön, jetzt spüren, dann steht jetzt ganz viel in unserem Herzen. Und wenn irgendwelche Emotionen kommen, dann ist es auch gut, weil das ist ja auch unser Emotionalkörper da. Unser Herz trägt ja auch, hat ja Zugang zu all den Emotionen, die in uns gespeichert sind. So kann man wirklich jetzt mal ganz loslassen und in diesen Schritt reingehen. Diese goldene Lichtkugel zu formen. Das ist jetzt dreimal gekommen. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Zu verstärken können wir auch eine Hand aufs Herz legen. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. 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 Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming.
光明，光明，光明。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 Lasst uns auch versuchen, jetzt diese Lichtkugel, die jetzt da ist, zu nutzen und auch mal so reinspüren in unsere Gedankenwelt, in unsere emotionale Welt, in unsere Seele, in unser Herz, in unseren Geist. Was zeigt sich gerade, was mag einfach lichtvoll jetzt transformieren, was mag heilen? Wo haben wir gewisse Gedanken vielleicht, die immer wieder kommen, Sorgen, Ängste? Oder auch Sätze, die wir uns immer wieder vorsagen. Und so wollen wir das alles jetzt in diese goldene Lichtkugel packen. Sie ist ja eh schon dort, wo es irgendwo auch stattfindet. Unser Geist, unsere Seele, unser Herz. Die goldene Lichtkugel hat sie ja wunderschön geformt da für jeden von uns. Und vielleicht wollen wir auch bewusst hinschauen. Was ist es jetzt, was jetzt ganz viel Licht erfährt? Ganz viel transformative Kraft aus dem Feld der Tao-Kalligraphie. Ganz viel eben Guangming, größtes Licht, größte Transparenz. Was wollen wir als, was können wir als wahrnehmen, was wir jetzt in dieser goldenen Lichtkugel in unserem Brustkorb annehmen können, dass es da ist? Und auch in die Heilung schicken können, auch freigeben können. Und unser Anteil kann immer auch sein, dass wir unsere Vergebung damit schicken. Alles kommt ja aus einem besonderen Grund, Aufgaben zu lernen in unser Leben. Und diese Ursachen, die wir in diesem oder früheren Leben selber gelegt haben oder unsere Ahnen, diese Ursachen, die können wir über die Vergebung auch unterstützen, dass sie sich transformieren, ausgleichen und die Lernaufgaben in dem Leben dann nicht mehr so intensiv und so schmerzhaft sein müssen.
Und deswegen gehen wir eben auch ganz bewusst jetzt mit diesen Themen, die sich zeigen in uns, die wir umhüllen mit dieser goldenen Lichtkugel, auch in die Vergebung. Liebe alle Seelen, die mit diesen Themen, mit diesen Gedanken, mit diesen Emotionen, mit diesen Situationen in unserem Leben verbunden sind, wir lieben, ehren und wertschätzen euch. Wir kommen mit dem großen Wunsch, unsere tiefste Vergebung aussprechen zu dürfen. Wir bitten aus ganzem Herzen um Vergebung. Es tut uns unendlich leid für die Fehler, die wir begangen haben. Es tut uns unendlich leid für jeden Schmerz und jeden Schaden, den wir erzeugt haben. Und an der Stelle kann man jetzt wirklich unendlich tief gehen. Deswegen ist ja auch Ho'oponopono in Hawaii ein tägliches Ritual des Reinigens, des Loslassens, des um Vergebung Bittens. Und so wollen auch wir ganz tief gehen jetzt. Wirklich ganz tief, tief, tief gehen. Unsere Verantwortung der Annehmung für Ursachen, die vielleicht weit zurückliegen, über hunderte Leben zurückliegen, die aber vielleicht, wenn es so weit zurückliegen, aber auch in vielen Leben immer wieder mal auf die eine oder andere Weise wiederkamen. Wir haben Schmerz erlebt, der Schmerz zurückgegeben, Schmerz erlebt, Schmerz verursacht. Und so dreht sich das karmische Rad weiter und weiter und weiter. Aber in dem Leben wollen wir es stoppen. Deswegen braucht es jetzt ein ganz tiefes Öffnen, Herzöffnen für die Vergebung. Damit jetzt ganz viel Licht in das Thema fließen kann. Und all die Seelen, die karmisch verbunden sind mit unseren Themen, die gerade nach Heilung und Transformation rufen, dass wir da wirklich eben ganz viel auch schaffen jetzt. Also wir bitten aus ganzem, ganzem Herzen zutiefst um Vergebung. Es tut uns unendlich leid. Und wir versprechen, diese Fehler nicht zu wiederholen. Wir vergeben uns aber auch selbst. Wir lassen auch los von möglichen negativen Gedanken über uns, möglichen Schuldzuweisungen, möglichen negativen Botschaften, die wir uns zu diesen Themen selber geben. Wir vergeben uns auch selber. Aber noch viel wichtiger und schöner, wir vergeben allen Seelen, allen, die irgendwo karmisch mit uns verbunden sind. Wir vergeben ebenso bedingungslos. Jede einzelne Seele möge frei ihre Seelenreise fortführen. Es gibt nichts mehr, wo etwas ausgeglichen werden muss. Wir vergeben bedingungslos jeden Schmerz, jeden Schaden, jede negative Beeinträchtigung, die wir oder unsere Ahnen erfahren haben. Wir vergeben bedingungslos. Wir vergeben bedingungslos. Wir vergeben. Wir öffnen unser Herz weiter, weiter, weiter in tiefster Dankbarkeit für alles, was wir gerade erleben dürfen. Und lassen jetzt diese goldene Lichtkugel in unserem Herzen rotieren. Wir lassen sie mit Guang Min immer weiter sozusagen drehen. Kann man beobachten, in welche Richtung beginnt sie sich zu drehen, kann alle Richtungen annehmen. Das kann ganz flexibel sein.
Und all das, was jetzt da ist, das möge jetzt wirklich wunderschön im reinsten Licht sich auflösen. Wir sind so, so dankbar. Guang Ming, 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 Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, 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 Guang Ming. Guang Ming, 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 Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Vielleicht habt ihr auch wahrgenommen, dass die Lichtkugel sich jetzt bewegt im Körper. Das hat eben auch damit zu tun, dass überall in unserem Körper eben diese Heilung stattfinden darf. Aus unserem Herzen heraus, diese goldene Lichtkugel beginnt zu fließen, zu fließen eigentlich durch den Körper. Geht das ganze Chakrensystem durch, geht dann Wirbelsäule hoch. Das ist ganz wertvoll, dass wirklich in unserem ganzen Körper jetzt dieses goldene Licht sich ausbreiten kann. Guang Ming, 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 Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming. Guang Ming, Guang Ming, Guang Ming.
Guangming, 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 Guangming. Guangming, 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 Guangming. Guangming, Guangming, Guangming. Guangming, Guangming, Guangming. Guangming, 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 Guangming. Noch nachspüren, noch schauen, wie es uns gelingt, jetzt auch weiterhin das Licht in uns zirkulieren zu lassen. Die besondere Kraft liegt denn wirklich darin, dass wir eben verbunden sind mit diesem Licht, dass wir unsere Vorstellungskraft auch gut halten können, damit wir eben all diese Übungen, die in dem wundervollen Buch das Heilungsfeld der Tau-Kalligraphie drinnen sind, auch wirklich integrieren können. Und ein guter Hinweis ist eben, dass sich eben Wärme entwickelt, dass Kribbeln entsteht, dass ein frischer Zustand entsteht oder auch natürlich kann sein, dass sich auch unmittelbar mal Schmerzen zeigen, wäre auch ganz okay, weil es einfach ein gutes Zeichen ist, dass das Licht auf etwas trifft, wo dann Transformation geschieht. Und so kommen wir jetzt wieder zurück und versuchen vielleicht ein bisschen nachzuspüren, wie jetzt so diese 45 Minuten waren, was sich getan hat, ob es jetzt vielleicht auch was aufgemacht hat, wo wir merken, okay, da passt es jetzt, da können wir weiterarbeiten. Ist ja auch oft so, dass gewisse Themen einfach mehrmals Übungen brauchen, wir da einfach tiefer reingehen können, weil es einfach noch mehr Lichtkraft braucht, um diesen blockierenden Teil einfach auszugleichen. Und so bedanke ich mich bei allen, die auf YouTube zugeschaut haben. Und verabschiede mich von allen auf YouTube. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das Video teilt. Ich freue mich über eure Nachrichten, wie es euch getan hat und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Baba, tschüss.